Schauen. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn irgendwas mit dem Baumhaus jetzt wäre, weil das ja so sein Zufluchtsort ist, wo sein Vater war und... scheint aber nichts... Oh, doch. Cell? Wer bist du? Bist du Jim Johnson? Nimmt doof. Davon erfahr ehst du sei nicht mal Eri. Die lebfig hängen davon. Also niemand darf davon erfahren, verstehst du, Cell? Noch nicht mal Larry? Die Leben vieler hängen davon ab. Ach so. Ich verstehe dich nicht. Ist du, wenn... Es ist einfacher, wenn ich das für euch übersetze. Es, ja. Kann ich auch nicht sagen. Es bleibt ihm nicht viel Zeit. Erinnere dich. Es sollte wahrscheinlich ein D sein daran. Du musst dich an den roten Ball erinnern. Welchen roten Ball? Was soll das heißen? Wer sind Sie? Ich muss jetzt gehen. Die Brücke schließt sich. Denk daran, der rote Ball. Hab keine Angst zu sterben. Ich werde auf dich warten. Okay. Gerade wenn ich gedacht habe, mich an Geister gewöhnt zu haben, passiert das. Was auch immer das war. Mein Leben ist komisch. Ich sollte wohl zurück zu Todd gehen und nachsehen, ob er fündig geworden ist. Okay. Hab keine Angst davor zu sterben. Das hört sich jetzt irgendwie nicht gut an. Aber wir gehen mal zu Todd. Irgendwie ist die Stimmung gerade voll im Arsch. ich habe schon wieder vergessen, wo er war. Er war, glaube ich, war er nicht in meiner Etage? Gott, das ist so schrecklich. Ich hätte mir eine Übersichtsskizze machen sollen. Ehrlich, ich guck mal eben erstmal auf 4 nach. Nee, das war Roberts Wohnung, den ich nicht kenne, aber egal. Dann war er wohl auf 3, denke ich mal. David? College-Studenten? 2 Fragezeichen? Ich weiß auf jeden Fall, er war links. Ah, hier, Tops zu Hause, okay. Seltsamerweise konnte ich keine Hinweise auf Mord in diesem Haus finden. Das Einzige, was aufgetaucht ist, unser Freund Charlie. Aber sieh dir mal sein Foto in der Datenbank an. Was zum... Okay. Es wird noch komischer. Es gibt keinerlei Aufzeichnung über die Polizeibeamten, die den Mordfall ermittelt haben. Nicht einmal in den Geheimakten. So als ob sie niemals hier gewesen wären. So als ob es sie gar nicht gäbe. Wie ist das möglich? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eine Sache habe ich herausgefunden. Eine Abhängigkeitsanzeige aus dem Jahr 1987. Megan Holmes, 7 Jahre alt. Sie lebte bis zu dem Zeitpunkt bei ihren Eltern, Luke und Stacy, in den Edison Apartments. Das könnte unsere Freundin aus dem Obergeschoss sein. Sie muss diese Tochter sein, von der Craig... Von der Craig? Achso, der aus meinem Badezimmer gesprochen hat. Das macht Sinn, oder? Jetzt kommt's. Einen Tag, nachdem der Bericht geschrieben wurde, hatte niemand ergänzt. Nach neuerem Eintrag wurde das Mädchen samt Eltern tot im Wendigo-See gefunden. Der liegt einige Meilen südlich von hier. Sie sollen beim Fischen ertrunken sein, verursacht durch einen Murging oder sowas. Ein Murging? Was ist das denn? Das ist sie, ganz sicher. Moment. Diese Kette habe ich schon mal gesehen. Ich bin mir ganz sicher, sie trägt sie nicht, wenn ich mit ihr spreche, aber ich habe sie woanders gesehen.
Da wir sie nicht mit dem Super-Gear-Boy rufen konnten, hilft uns vielleicht die Kette weiter. Das könnte klappen. Scheint so, als wäre die Kette ihr früher wichtig gewesen. Jetzt muss ich mich nur daran erinnern, wo zum Teufel ich sie gesehen habe. Ja. Finde Mengens Halskette. Ja, das ist sehr aufschlussreich. Ich habe sie, meine ich, auch mal gesehen. Aber bin ganz ehrlich, ich weiß absolut nicht mehr, wo ich sie gesehen habe. Das heißt, mir bleibt quasi wieder nichts übrig, als durch das ganze Haus zu laufen. Und wieder mal. Nee, das war leer hier, ne? Also die lag jetzt hier nicht auf dem Boden rum oder so. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Charlie das jetzt auch noch schuld wäre. Oder habe ich die bei der alten Frau gesehen? So, und jetzt kommt die Frage, auf welcher Etage war die alte Frau jetzt nochmal? Mrs. Rosenberg war das doch, ne? Okay, da ist es anscheinend nicht. Oder habe ich das bei den Funden? Also, dann habe ich es nicht gesehen. Aber vielleicht hat er sie, wie auch immer, es bei den Fundsachen mal gesehen. Oder eine Wäsche. Ne? Ich wusste, dass ich diese Kette schon mal gesehen habe. Jetzt wird Larry endlich Megan sehen können. Okay, ich bin bereit und warte nur auf dich. Megan, bist du hier? Das ist mein Freund Larry. Wir wollen dich etwas fragen. Hi, Sallyface. Heilige Scheiße. Das ist aber ein böses Wort, Larry. Haha, nimm's ihn nicht übel, Megan. Er hat noch nie einen Geist gesehen. Schon okay. Mein Papa sagt auch manchmal schlimme Worte. Wo warst du in letzter Zeit? Was meinst du? Ich war doch die ganze Zeit hier. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich glaube, du siehst die andere Seite nicht, solange du lebst. Die andere Seite? Genau, dort, wo wir jetzt leben. Es ist wie das Diesseits, nur ein bisschen anders. Kennst du jemanden namens Greg? Ah, du meinst Mamas Freund. Ich mag Greg. Er gibt mir immer Süßigkeiten. Weißt du noch was über ihn? Nur, dass er immer nett war und mir Süßigkeiten gegeben hat. Oh, und Papa mochte ihn nicht besonders, aber ich weiß nicht warum. Was kannst du mir über deine Eltern erzählen? Ich vermisse meine Mama. Sie spricht nicht mehr. Und dein Vater? Papa macht mir Angst. Er macht jeden hier Angst. Aber das war nicht immer so. Früher war er nett, wie Mama. Was ist passiert? Sie hatten einen Streit und dann ist er sehr traurig. Und dann wurde aus Trauer Wut. Kannst du dich an die letzten Tage deines Lebens erinnern? Ich weiß nicht, ich habe keine klaren Erinnerungen mehr davon. Warst du nicht angeln am Wendigosee? Hä? Nein, ich war nie angeln. Papa ist manchmal mit Mr. Johnson angeln gegangen. Moment mal, Jim Johnson? Ja, woher wusstest du das? Das ist mein Vater. Oh, dann waren unsere Väter wohl Freunde. Hihi. Kannst du mir sagen, wo er jetzt ist? Was weißt du noch über ihn? Bitte, ich muss es wissen. Tut mir leid, dass du deinen Papa verloren hast. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass mein Papa oft mit Mr. Johnson fischen war. Tut mir leid. Ist das deine Kette? Hey, ja, wo hast du das gefunden? Im Keller, ganz unten in der Kiste mit den Fundsachen. Mama hat mir die Halskette gegeben. Sie hatte Angst. Sie sagte, die Kette würde mich vor dem Bösen der Welt beschützen. Weißt du, wo deine Mama jetzt ist? Sie ist in ihrem Schlafzimmer, aber sie hört mir nie zu. Ich glaube nicht, dass sie mich hören kann. Glaubst du sie? Oh, was? Papa kommt. Er mag es nicht, wenn ich mit anderen rede. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut. Warte, ich. Verdammt. Ja, sie bleiben nie lang genug da.
Wir müssen in das Schlafzimmer kommen, aber die Tür ist zugenagelt. Kannst du irgendein Werkzeug holen? David hat Mamas Brechstange ausgeborgt, aber nie zurückgegeben. Kannst du versuchen, sie zu bekommen? Ich habe schon dreimal versucht, aber findet immer neue Ausreden. Vielleicht hast du mehr Glück als ich. Klar, ich gehe mal in den dritten Stock und schaue, was ich machen kann. Oh, danke, endlich ein guter Hinweis. Ich wollte gerade nämlich schon gucken, welcher Stock das ist. Ne, das war die falsche Seite, oder? Nee. Weil ich kann mich an den David erinnern, aber ich wusste nicht mehr, an welchen Stock. Was geht, Kumpel? Kann ich mir die Brechstange ausborgen? Ich würde sie ja herborgen, aber alles, was Mom... Aber... Hä? Und... Ach so, ich würde sie ja herborgen und alles, aber momentan hält sie mein Regal zusammen. Weißt du, die Kinder in 301, das sind nette Kinder. Und alles, aber manchmal haben sie... Diese lauten Partys, dass die Wände wackeln und mein Regal runterfällt. Wenn du mit ihnen reden könntest, dass sie leiser sind und so, dann könnte ich dir die Brechstange borgen. Okay, ich werde mal mit ihnen sprechen. Danke, Sal. Ich würde mich ja selbst drum kümmern, aber ich habe keine sauberen Klamotten mehr, verstehst du? Und ich will nicht als Spaßbremse rüberkommen. Kein Problem, ich bin gleich wieder da. Man sieht sich. Das muss man erstmal vorlesen können. Oh, ich gehe einfach mal rein. Und nicht schlecht. Warte mal, rechts stand einer. Hier ist einer. Ich schaue mir erstmal hier bei euch. Oh, da komme ich nicht weiter. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um bei euch, bevor ich mit euch rede. So, ich habe es irgendwie mit dem Badezimmer. Ich weiß auch nicht warum. Hier sind aber scheinbar keine paranormalen Aktivitäten. Ich rede erstmal mit dir. Hey Zed, was geht? Hey Sallyface, ich versuche mir ein Spiel für die heutige Party auszudenken. Ich habe hier auch ein kleines Buch mit Ideen, aber ich weiß nicht so recht. Kann ich es mir mal ansehen? Natürlich. Wie wär's denn mit dem Spiel? Klingt gut, wir haben genügend Sessel und CJ kümmert sich um die Musik. Mann, das wird echt lustig. Kann ich mir das Buch nochmal ansehen? Ach so. Muss man irgendwas nehmen? Was wahrscheinlich leise ist, denke ich mal. Telefon, das ist doch gut. Wie wär's mit dem Spiel? Weißt du, das erinnert mich an meine Volksschulzeit. Ein bisschen Nostalgie ist genau das, was dieser Party noch fehlt. Danke, Sal. Jo, was geht, Sal? Hey, CJ, was machst du gerade? Ich versuche die richtige Musik für die Party zu finden. Was dagegen, wenn ich mal reinhöre? Kein Ding, Kleiner. Kann ich das denn anmachen? Tja. Wie wär's damit? Das haben wir bei der letzten Party schon gemacht. Wie wär's mit was anderem? Kann ich nochmal reinhören? Nehme ich halt ein anderes. Ja, das gefällt mir. Das habe ich ursprünglich auch ausgesucht. Okay. Kann man zwar nichts hören, aber okay. Hey Sierra, was machst du gerade so? Oh, hey Sallyface, ich suche nach einer alternativen Unterhaltung für heute Abend. Meine Freunde und ich machen gerne unser eigenes Ding, aber ich weiß heute echt nicht, was ich machen könnte. Kann ich mir mal deine Liste anschauen? Klar. Filmabend, das hört sich doch gut an. Wie wär's damit? Filmmarathons sind super, aber so bekommen wir nicht mit, was die anderen machen. Dann nehmen was anderes. Schachturnier? Wie wär's damit? Wir haben schon lange kein Turnier mehr veranstaltet. Wie geschaffen für heute? Ja. Habe ich mit all denen gesprochen und nun? Kann ich mir die Brechstange ausborgen? Ich habe doch mit denen gesprochen. Danke für die Hilfe. Ja.
Das wird super. Ja, aber jetzt kann ich hier mit niemandem mehr sprechen. Ich wollte auch gar nicht rausgehen. Also, sie sagen jetzt beide nur, danke für die Hilfe. Aber der lässt mich immer noch aussuchen, ne? Achso, ich versuche mal mit der Maus da reinzugehen. Also wir fangen mal am besten ganz am Anfang an. Weißt du, das klingt interessant, so unerwartet und klassisch. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Okay. Gut, dass ich nicht hinten angefangen habe. So, das sollte genügen. Ihre Party wird jetzt viel leiser sein. Aha. Was geht? Kann ich mir die Brechstange ausborgen? Ich habe das mit den College-Studenten geklärt. Diesmal werden sie etwas leiser feiern. Wow, cool, Alter. Danke für alles. Sarah wird sich echt freuen. Letztes Mal hat es unser Hochzeitsfoto fast zerfetzt. Freut mich, dass ich helfen konnte. So, jetzt hole ich noch die Brechstange. Moment noch. Hier bitte, Kumpel. Man sieht sich. Danke, mach's gut. 504 war der Raum. Genau, das wusste ich nämlich jetzt gerade nicht mehr. So. Ach so, klar. War das nicht der mit den Brettern? Oder hatte der die Bretter ganz rechts? Ah, das war das, okay. Mit der Brechstange sollte ich die Bretter runterkriegen. Yep. Au. Alter, wie laut war das denn jetzt gerade? So, okay. Stacy, ist alles in Ordnung? Okay. Das ist ein Loch in der Wand. Sieht so aus, als wäre auf der anderen Seite noch ein Raum. Ja.